Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver Randomizer Nuzlocke Challenge. Im letzten Part haben wir die Top 4 mit leider zwei Verlusten abgeschlossen. Darunter leider auch unser Exorion. Nichtsdestotrotz ist aber trotzdem Exorion noch dabei. Hallo. Nur sein Pokémon-Abbild ist halt nicht mehr unter uns. Alles deine Schneiden. Nein. Ich hab sogar extra dich entscheiden lassen. Ich okay, weiß. Wir schauen aber auf jeden Fall jetzt erstmal zu Professor Lind. Und er gibt uns das SS-Ticket. Damit wir jetzt von Ulviana City nach Kanto fahren dürfen. Das werden wir auch gleich mal tun. So. Nee, nicht speichern, danke. So, Glurak fliegen. Einmal bitte nach Ulviana City. Das Gute ist immerhin, wir kommen jetzt nochmal nach Kanto und dort haben wir die Möglichkeit, wieder einiges an Pokémon zu fangen. Immerhin das. So wird uns das halt leider unser schönes Aquana nicht wiederbringen. Ach man. So, und hier wartet auch schon Professor Eich auf uns. Hallo, Kinder. Hallo, du beginnst langsam die Attitüde eines Champions zu haben, also ist klar. So, er upgradet jetzt aber endlich mal unseren Pokédex, dass auch tatsächlich mal die ganzen Pokémon, die wir gefangen haben, auch mal reinzählen. Weil viele der Pokémon, die wir gefangen haben, zählen gar nicht mehr dazu zu unserem Pokédex, den wir bis jetzt hatten. Und plötzlich haben wir statt 24 Pokémon auf einmal 27, ach keine Ahnung. Achso, das ist nicht. Warte mal, kann man den irgendwie ändern? Kann man den nicht irgendwie umstellen? Nee. Ah ja, hier, National. Achso. So konnte man das machen. Okay, und statt 27 Pokémon haben wir 57 jetzt. Das ist doch schon mal etwas. So, wir müssen da rechts rein. Und mit dem Kerl hier quatschen. Der lässt uns nämlich jetzt über die SS Aqua. Und die werden wir definitiv auch machen, egal wie lange die jetzt dauert. Oh Gott. Okay. What the fuck? Geht das direkt los? Naja. Nicht schlecht. Das ist wunderschön. Mhm. Vor allem oben die zwei sind auch nicht auch noch davon betroffen. Ja, ich seh's. Einmal kurz den Reset. Aber dafür läuft Skype ziemlich geil. Warum auch immer das so rum funktioniert. Ja. Fraglich, fraglich. Die Welt, sie hasst mich halt. So, ah, du musst der letzte Passagier sein. Ich bin der letzte Passagier. Ich bin das letzte. Auf einmal ist der Kerl übrigens weg. Auch interessant. Ja, warum nicht? Der ist mit eingestiegen, eindeutig. Hab ich aber nicht gesehen. Musstest du auch nicht. Schon werden wir von alten Männern umgerannt. Oh, Entschuldigung, ich war ziemlich in Eile. Meine Enkelin ist verschwunden. Sie ist nur ein kleines Mädchen. Wenn du sie siehst, lass mich bitte wissen. Okay, tschüss. Okay, tschüss. Mach's gut, Alter. So. Würde ich mal sagen, hauen wir mal kurz den EP-Teiler direkt mal an das Kapalopis. Dum, 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 dum. Dann haben wir das nämlich auch mal weg. Haben wir denn da ist er. So, schauen wir mal, was jetzt hier so die Gegner alle von uns wollen. Wir sollten nämlich einiges an Trainern rumrennen. Zum Beispiel der Typ und ich glaube Feuerspucker ist nicht gerade das Beste, was wir gerade begegnen können. Na gut, mal schauen. Feuerspucker Lyle. Na okay, Smogon, es geht noch. Nur hat Paraparilli da trotzdem nicht die besten Angriffe dagegen. Lassen wir das Isobu machen. Isobu. Aus Level ist aber echt niedrig. Ja, 36, geht schon noch. Der ist niedrig, Junge, der ist. Wenn man es mal damit vergleicht, was das letzte Level von den Trainern in Johto waren, ist es schon ganz schön hoch. Heute das letzte Level in Johto waren, glaube ich, knapp an die Anfang 30, wenn überhaupt. Kann sein. Die jetzt so unter Ebenholz City, die waren, glaube ich, nicht allzu hoch.
So gesehen ist das ja auch nur 4 Level unter Sandra. Der stärksten Trainerin aus Johto noch. Insofern. Insofern passt das schon. Ja. Oh, und ein Flareon. Das ist ja voll böse. Das erinnert mich an Aquana. Warum hast du so ein schönes Pokémon und ich nicht? Weil du es anscheinend nicht verdient hast. Ich habe schon eins, aber ich darf es ja nicht einsetzen. Da ist das Problem. Ich glaube, nächste Challenge, die ich mache, so eine Randomizer-Challenge, ist einfach da ohne Nuzlocke mal. Na dann, was hier Spaß macht. Einfach nur, damit ich mir ein Evoli-Team machen kann. Lame. So, das ist unser Zimmer. Okay. Achso, den Typen müssen wir später ansprechen. Gut, schon mal alles merken, wo hier die ganzen Typen sind. Ist gar nichts, okay. Ich frage mich, wo die Musik herkommt. Die kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Wenn ich sie hören würde, würde ich dir sagen. Bist du alleine? Dann lass uns kämpfen. Das ist, glaube ich, nur irgendein Remix von irgendeinem älteren Lied. Ich weiß auch nicht mehr, woher. Ronzong. Interessant. Sie beginnen jetzt auch hier mit anderen Pokémon. Ah, ich habe nichts wirklich Sinnvolles gegen dich. Schläfern wir dich erstmal ein. Schnarch. Dann hauen wir dir jetzt einfach unsere Trümmer ins Gesicht. Mit Paraparelli mal auch hier wieder was killen kann. Ah, der Defense Drop wäre schon nicht schlecht. Nur mal so. Aber wer denkt sich nö? Sehr schön. Doch, da haben wir doch einen. Nee, und so ist aufgewacht und benutzt Safeguard. So viel zum Spornplan. Block. Okay, jetzt ist es aber fast K.O. Nochmal Defense Drop. Iron Defense. Der will uns voll kontern, gell? Ja, erst negiert er unsere Spore, jetzt macht unseren Rock Smash wieder schwächer. Aber zum Glück ist er schon tot. Mann. Ja, wäre doch dumm, wenn sie sich nicht wehren würden, intelligent. So, und als nächstes kommt ein Geowatz. Auch mal ein interessanter Gegner. Eins der kurzen Pummel, leider nicht nützlich. Nee, leider nicht. Walzer, der tut ganz schön weh. Achso, ein Safeguard zählt natürlich auch noch. Nee, da muss ich wechseln. Selbst das wird noch gefährlich, verdammt. Oh Mann. Ernsthaft, der Walzer könnte ganz schön wehtun jetzt. Das ist ja doof. Erdbeben klärt schon. Ja, es klärt halt nicht ganz genau. Aber gute Verteidigungswerte hat so ein Geowatz schon. Außerdem hat es wahrscheinlich Dingelsons. Sturdy. Mhm. Oh, Crit. Okay, und es hat kein Sturdy. Auch gut. Oh. Dann hat Erdbeben doch geklärt. Auch gut, so. Wir noch gerne an. Level 24 für Kapaloras, sehr schön. So. So, der Test ist nun der Föhn. Was haben wir hier? Aha, irgend so ein Pokémon-Liebhaber wieder. Hey Kind, möchtest du mit mir kämpfen? Ja, gerne. Tatsächlich möchte ich das. Pokéfan Colin und er schickt Motogel in den Kampf. Oh, mal sehen, wie stark das random Geschenke ist. Egal. Auf jeden Fall kann ich mit Paraparelli nicht drin bleiben. Weil er doch Aerial Ace oder sowas einsetzt. Avalanche. Hätte auch wehgetan. Aber Fate hat dann natürlich keine Probleme mit so einem Botogel. Brutzel, brutzel. Du bist stark. Ja, das bin ich. So, und ihr seid wahrscheinlich Teampartner, jawohl. Du denkst, ich bin ein Baby, das ist nicht fair. Ich bin kein Baby, das ist nicht nett, so sowas zu sagen. Okay.
Mac und Pack schicken Kellyurse und Funpi in den Kampf. Okay, das ist weniger das Problem. Giga Drain auf Funpi und Flammenwurf auf das Teddiursa. Paraparilli erreicht Level 41. Ich frage mich schon, was das Relaxo wird. Achso, dass sich hier durchcarried, meinst du? Nee. Das, was uns begegnen wird als stationäres Pokémon, was aber auch gerandomized ist. Ach stimmt ja, da war ja was. Mal sehen, was uns den Weg versperrt, weil es schläft. Bestimmt irgendwie Flunschlig. Ich hab so gerne, dass ich jetzt WhatsApp zeigen, sagen, weil es so groß ist. Ja, Flunschlig ist glaube ich auch fünfte, oder? Oder ist vierter? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, es war vierter. Oder? Ich weiß gerade jetzt gar nicht mehr, was Flunschlig ist. Das ist dieses komische Boden-Elektro-Pokémon. Dieses komische. Ach so, der. Die Flunder. Ja. Ja, die Flunder. Das fünfte. Ja. So ein dummes Pokémon. Ja, irgendwie schon, ne? Das kann aber voll gut sein, wenn du es richtig spielst. Ja, wenn du alles Betten passt, dann kann alles weg. Raiden, wie sonst was. So. Das Gute ist ja sowieso, wir legen uns schlafen und unsere Pokémon sind ausgeruht. Warum nicht? So, hier ist der alte Mann, glaube ich, drinnen, ne? Oh, hallo, meine Enkelin ist immer noch verschwunden. Solange sie auf dem Schiff ist, ist es okay. Sie ist ein energiegeladenes Kind, also könnte sie irgendjemanden stören. Das macht mir Sorge. Dann geh halt und such sie und setz dich nicht in deine scheiß Kabine. Das ist echt. Was du verlangst. So, kümmern wir uns halt rum. Hallo Jongleur. Ich bin seekrank. Aber kämpfe durch trotzdem. Genauso wird das passiert sein. Ach Gott. Was der nächste, der gegen meine Sporen was hat. Ah, Legator. Damals warst du noch bei Pumiselin, war es ein Mini-Rizor-Stoffi. Was? Da ist der Pokémon Stadium dabei, der Delegator war ein Mini-Rizor-Stoffi. Na stimmt, das war eigentlich auch cool. Mhm. Zumal ja Rizoros das erste Pokémon war, was entwickelt wurde. Ja, Rigonbohr als erste. Double Slap. Patsch, 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 patsch. Oh mein Gott. Stirb! Erfahrungspunkte absammeln, Magma. Hm. Das ist natürlich auch blöd. Dann muss das Darkwing machen. Momentan haben wir noch kein kampffähiges Wasser-Pokémon. Kein sinnvoll kampffähiges zumindest. Oh, ups, jetzt werden die Abwägungen gemacht. Egal. Poison Jab sollte auch ganz schön wehtun. Ja, so ziemlich. Oh, Flame Body. Und Confuse Ray. Wunderbar. Ja, super. Gleich alles auf einmal. Wieso auch nicht, ne? Einmal probier's. Wunderbar. Gleich durchgekommen. Tschüss, Magma. Kommt er davon, wenn wir nicht Erdbeben einsetzen? Ne? Ja, das stimmt wohl. Und ein Mashok. Okay, Fate, das darfst du dann wieder richten. Mit einem kleinen Flammenwurf. Das merke ich jetzt gerade, dass die Animation kommt voll aus dem Hals.
Und Level 26. Ja. So. Brand. Nee, mit dir will ich gerade nicht telefonieren. Warum nicht? Weil. Weil Grund. Also mit dir kämpfen wir jetzt noch. Nichts schlägt einen Kampf, wenn ich Pause habe. Immerhin. Wäre schlimm, wenn der Kind lieber kämpfen würde als arbeiten. Aber er setzt Prioritäten, nicht schlecht. Ausdauer, okay, machen wir Ausdauer, das ist mir recht. Ich schaffe dich wahrscheinlich eh nicht mit einem Schlag, insofern. Who cares? I care. Das war doch gut. Und nochmal Ausdauer. Ja, er ist halt ausdauernd. Ja, nicht so sehr, wie er denkt. Sonst hätte er ja mal angreifen können. Hey, immer das Kleinkönige. Flupp, weg war er. Und ein Radikal. Rechtsradikal. Ah, ah, ah. Hm. Oh, der hat jetzt aber ganz schön wehgetan. Mhm. Ich ramme mir auch schon selber einen Bleistift ins Bein. Das machst du gut. Das ist radikal schon ausdauernd, als das mal gut dauert, ohne dass es Ausdauer einsetzt. Ja. Ja? Ah, voll witzig, ah! Das sollte kein Witz sein, das ist einfach nur eine Feststellung der Tatsache. Okay, dann hab ich das gesagt. Das Schiff geht ja total klar. Was? Aber das Schiff geht ja total klar. Ja, freilich. Wäre auch schlecht, wenn nicht. Immerhin bin ich der Champ. Ja, ey, Kind, könntest du gehen und nach meinem Kumpel suchen? Er macht sich irgendwo einfach, also dieser gut für nichts. Naja, ich soll den finden. Ich weiß ja schon, wo er ist. Nun müssen wir das erstmal triggern, damit wir jetzt den anquatschen können. Na, weil wieso nicht, ne? Aber vorher gehen wir selber pennen. Oh, ein weiches Bett, Zeit zu schlafen. Hey, warum liegt da wer in meinem Bett? Hä? Das ist mein Zimmer. Da hat keiner was dafür suchen. So, hallo, du da. Was? Du sagst, ich habe geschlafen? Ich zeige etwas Respekt. Ein Schiffsmann auf Duty, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht mehr ein. Der bei der Arbeit ist, würde niemals so, unvorsichtig sein, um zu schlafen, während der Arbeit ist. Naja, bla bla bla. Jetzt musst du kämpfen. Weil ich Scheiße gebaut habe, musst du kämpfen! Hallo, Macholo. Ich gehe mal einfach davon aus, dass du keine Steinattacke für mich hast. Nö, nur ein Wake-Up-Slap, das ist kein Problem. Ich finde, er ist nicht sehr effektiv und dann darf ich mich an dir wieder gesund saugen. Nuklein sein Leben aus. Das Interessante ist ja sowieso, dass Parasect tatsächlich das Pokémon an sich der Pilz eigentlich ist. Ja, der Pilz ist auf dem Rücken. Ja, und das darunter ist eigentlich nur sein Wirt. Lifeless. Das ist eigentlich echt krass, ey. Also funktionieren einige Pilze. Einige Pilze, die pflanzen sich in dir und dann wachsen sie aus deinem Körper raus, während du noch lebst. So aus dem Auge, einfach so flop. Trotzdem krass, dass man eigentlich da so einen toten Käfer mit sich kämpfen lässt. Wenn er kämpfen kann? Ich frag mich halt, ob so gesehen der Käfer, der von dem Pilz ja besessen ist, ob der selber, wenn man ihn finden würde, auch ein Pokémon sein könnte. Wahrscheinlich kann er ohne Brot nicht viel machen. Ja, das ist halt die Frage. Es wäre aber mal interessant eigentlich. Es wäre auch noch so eine Evolutionskette, ne? Man machen könnte, rein theoretisch. Einmal mit Pilz, einmal ohne. Könnte, aber glaubst du, Nintendo wird jemals sowas machen? Nee, natürlich nicht. Dafür gibt's das Vieh schon zu lange. Abs davon, dass es einige Kinder wahrscheinlich verstören würde. Ist ja nicht so, als gäbe es schon genug Pokédex-Einträge, die sowieso verstörend sind. Ja, das stimmt auch wieder.
So mit Menschen, die zu Pokémon wurden und jetzt nur noch das ehemalige Gesicht als Maske haben und solche Sachen. Ach, oder Kamelien. Oder dass Hypno halt gerne mal kleine Kinder entführt und sowas. Ja, it's raping time. Hm. Damit haben wir Stanley fertig gemacht. Ich bin gerade erst aufgewacht, deswegen bin ich nicht so gut. Ist klar. So ein Kevin. So, jetzt dürfen und fällt dir was durch. Auf? Nein. Skype hält immer noch. Ja, tatsächlich, ne? Ich versteh's echt nicht. Ich auch nicht. Das ist merkwürdig. Es nervt vor allem. Vielleicht mag es dich einfach nur nicht. Ja, das ist möglich. Wenn ich und Technik, ey. Oh, ich bin so gelangweilt. Möchtest du kämpfen? Warum stehst du im Maschinenraum rum? Ich bin mir nicht so sicher, ob Passagiere einfach so in den Maschinenraum spazieren sollten. Und dann dort vor einem Pokémon-Kämpfe anzetteln. Das ist ein bisschen. Naja. Ach, wird doch nicht schief gehen. Hallo? Überstrahl! Ja, ja, so funktioniert das. So muss das. Am besten Normaljuwel Quatschütze mit Hyperstrahl. Klar. Das ist nämlich tatsächlich einer der stärksten Hypersträhle, die es gibt in dem Spiel. Na dann. Weil es nämlich kaum ein Normal-Pokémon gibt, was so einen hohen Spezialwert hat wie ein Quatschütze. Ich mal Arceus. Nee, ich glaube Arceus auch nicht. Arceus hat nur eine 100er Base, glaube ich, auf einem, oder? Oder 120, ich bin mir nicht sicher. Könnte sein, dass Arceus dann mehr hat. Ich weiß auch nicht, ob das Überstrahl. Ja, doch, sollte es lernen können. Keine Ahnung, ich kann das dir nicht sagen. Ich habe auf jeden Fall gesagt, einer der stärksten. Also, wenn es nicht der ganz stärkste ist, ist es ja auch nicht schlimm. Finde ich aber auf jeden Fall interessant. Deswegen habe ich auch ein Quajutsu mit Normaljuwel Hyperstrahl. So, hallo kleines Mädchen. Kann ich sehen, spiel bitte mit mir, bitte. Ich bin gelangweilt, ich möchte mehr spielen. Wow, du willst mit mir spielen? Lass uns Verstecken spielen, ne? Ich verstecke mich, also schließ deine Augen. Danke, dass du mit ihr spielst. Du könntest denken, ich bin ein Captain, der etwas einfachen Job hat, aber es ist tatsächlich ganz schön anstrengend. Okay. Naja, sie wird sich irgendwo auf dem Schiff verstecken, ist klar. Wo könnte sie nur sein? Exo, wo soll ich suchen? In den Turbinen. Wenn die rot laufen, dann weißt du, wo sie ist. Ich weiß, ich und kinderfreundlich. Nee, die scheinen alle noch normal zu laufen. Ach, verdammt, dann habe ich keine Idee mehr. Gar keine. Das wäre so meine erste Wahl gewesen, wo ich ein Kind verstecken würde. Du sollst ja nicht das Kind verstecken, sondern das Kind hat sich versteckt. Ja, das ist das Problem. Los, wo soll ich hin? Keine Ahnung. Interaktives Mitspielen hier. Geh nach zu den Raum mit dem Grünteppich. Nein, da ist irgendein Typ. Meinst du, dass er auf irgendeiner Ebene ist? Frage. Beim Captain war es ja schon. Guck mal auf den Deck. Also würde ich jetzt so raten. Hast du noch da? Ja. Er hat sich gerade so angehört, so ganz komisch, ist er nicht mehr da. Ich soll aufs Deck, ja? Hm. Mhm. Dann bist du noch immer nicht. Ach so! Oh! Das ist die Kleine. Genau. Voll ignoriert. Ja. Ah, du hast mich gefunden. Ich gehe besser zurück zu meinem Großvater. So, ich gehe die ganze Zeit davor. Ich so, hä? Na, ich bin sogar extra noch um sie rumgelaufen. Ich habe mich ja extra schon in dem Raum so hingestellt, dass man sie eigentlich sehen kann. Und dann hast du es auch ignoriert. Und dann habe ich gedacht, okay, dann renne ich mal vor ihr rum. Vielleicht sieht das ja dann. Nicht geschaltet, ey. Kinderignoriermodus aktiviert. Oh, ja. Sehe ich schon, wenn ich eine Tochter habe. Ist das ihre Tochter? Tochter? Ich habe eine Tochter. So, damit haben wir jetzt den Metallmantel. Wir könnten einen Onix entwickeln. Oho. So, jetzt mal da. Oder ein Sichlor.
Das wäre doch fabulös. Und damit sind wir da. Orania City. War das nicht lustig? Ja. Wenn wir Surfer hätten, könnten wir... Nee, können wir leider nicht. Es wurde abgesperrt, wir können nicht mehr zu dem schönen Auto. Zu dem Truck. Dann. Naja. Immerhin konnte man noch im Feuerrot dorthin. Zu dem Truck. Tja. So, und jetzt sollte rein theoretisch noch was passieren. Tut es das auch? Nein, tut es nicht. Dann haben wir irgendwo was vergessen, verdammt. Ich komme aber auch so schnell nicht mehr zurück. Na egal, dann machen wir das später dann mal. Sobald der Magnetzug wieder geht. Gut, jetzt sind wir in Orania City angekommen. Wir können leider nicht weiter nach Osten, denn hier liegt ein fettes Relaxo. Das heißt, hier können wir leider noch kein Pokémon fangen. Aber wir könnten rein theoretisch... Warte mal, zählt das schon als die Route oder was? Ach, das ist schade. Ich dachte, das Relaxo zählt wegen zu Orania City. Na gut, dann würde ich sagen, können wir hier irgendwo angeln. Ja, hier können wir angeln. Dann probieren wir mal die Angel aus. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das jetzt irgendwie... Das hatten wir bestimmt schon mal vor zig Jahren ausprobiert, nur habe ich davon keine Ahnung mehr. Ob die Angel denn irgendwas Zufälliges hatte oder doch nur Carpadors. Wenn es doch nur Carpadors ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Weiß ich aber auch nicht mehr. Das hört sich aber auf jeden Fall nach einem Corazon an. Hatten wir Corazon schon? Ich glaube nicht. Nein. Dann fangen wir's. Warum nicht? Was viel Besseres werden wir hier wahrscheinlich nicht kriegen. Das kann sein. Frage ist nur, ob ich es schwächen kann. Ich werfe einfach Bälle. Ich habe demnächst tatsächlich in meinem Oras zum ersten Mal einen Meisterball in der Lotterie gewonnen. Oh, nicht schlecht. Ich habe ja zigtausend Pokémon durch Wundertausch und sowas erhalten. Die habe ich alle natürlich immer auf meiner Box gelassen. Da habe ich, demnächst tatsächlich alle 5 Nummern richtig gehabt. Fand ich cool. Na dann. Das war das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass es funktioniert. Achso, davor dachtest du, ach, die lügen mich alle an. Ja, davor war es ja so gesehen immer nur so ein Ding. Also als Kind hieß es dann immer, ja, das kannst du da gewinnen, wenn du alle Nummern richtig hast. Ja, aber wer hatte damals schon alle Nummern richtig? Ich? Damals so, Gold-Silber-Zeiten? Ja. Hattest du einmal wirklich alles? Ja. Mhm. Also nicht alles, zumindest den Meisterball hatte ich, aber ich weiß nicht, ob es da sonst noch was war. Na, ich habe dann nie Meisterball gehabt, ich habe immer höchstens eine richtige Nummer gehabt, aber was, das, was daran lag, dass ich halt nur meine eigenen Pokémon hatte. Und nicht von irgendwelchen Leuten getauscht oder so. Ja, das hatte ich aber auch nie. So, ein Spitzname für einen Corazon. Cora. The Legend of Korra. Daran war es nicht angelehnt, aber okay. Ach so. Hätte ja sein können. Mochte ich nicht so. Ich mochte es mit Argen mehr. Ich kenne beides nicht. Nicht? Nicht wirklich. Vielleicht aber jeweils eine. Vielleicht jeweils eine irgendwie. Rina? Ich bin bitte Rina. Aber sonst parodierst du immer das mit der vorherigen Nation ganz genüsslich. Na, mehr kenne ich halt nicht von dem Ding. So. Ja. So, ich kenne nur den Gag. Es ist halt das Internet. Es ist halt das Internet. Das ist dann meine Begründung. So, dann gehen wir erstmal kurz hier rein. Ich glaube, hier kriegen wir nämlich noch was geschenkt. Und dann gehen wir nur noch zum Pokémon Center und wenden dann den Part. Achso, das ist der Typ. Hi. Ich bin der Chairman vom Pokémon Fanclub. Bla bla bla. Ja, ich möchte auch überhören, um den Sonderbonbon abzustauben. Da, 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 da. Ja, du und dein Galopper. Das Galopper ist auch schon seit 3 Jahren so alt. Ist ja Quatsch, seit 3 Jahren über sein komisches Galopper rum. Nee, nee, nee. So, dann würde ich aber auch sagen, wenden wir hier jetzt den Part. Im nächsten Part könnten wir rein theoretisch die Arena anfangen, aber das will ich ehrlich gesagt erstmal noch nicht. Ich glaube, mit den Arenen fange ich sogar erst später an. Denn soweit ich weiß, kann man die Arenen alle noch relativ aufschieben und dann erst zum Ende hin machen. Oder? Ich glaube schon. Weiß ich nicht. Ich glaube, die kann man nämlich ein bisschen aufschieben und gar nicht erst am Anfang machen. Dann habe ich dann nämlich noch ein bisschen Zeit, an den normalen Trainern und so zu trainieren und dann
mache ich die alle weg am Stück hintereinander. Wenn ich trainiert bin, sozusagen. Also, dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.